Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls für die Switch. Ja, die letzte Folge war etwas lang, gebe ich zu, und sie war auch nicht so spannend, weil ich wirklich nicht vorangekommen bin. Aber auch das gehört dazu bei Dark Souls. Ich glaube, man muss üben, probieren, ausprobieren, sterben, das alles gehört dazu. Deswegen... So, jetzt tot. Und ob der wieder aufsteht, dann muss hier nämlich noch irgendwo einer sein. Gehen wir lieber nicht weiter, ich warte mal. Ja, okay. Das hier ist irgendwo, läuft noch einer rum. Gut, müssen wir den mal suchen. Dann muss er hier irgendwo sein. Weiß natürlich wo. Wo schon ist er. Oh, etwas weiter unten ist. Da sehe ich ihn doch schon. Okay. Wenn die Skelette kommen. Und dann für immer fortbleiben. So, warte mal ab, bis sie kommen hier. Und also wir können jetzt hochgehen und die oben killen. Denn der kann sie auf jeden Fall nicht zurückholen. Aber ich sehe hier gar keine. Doch hier. Was einsammeln. Bilder hier. Eine Leiche. Ah, wie fies ist das denn, ey? Oder? Das ist doch sowas von scheiße. So, hier können wir auch mal reingehen. Locken die mal einzeln raus. Ich glaube, da sind mehrere Skelette. Ich habe keine Lust jetzt... mal herkommen. Ich muss jetzt nicht mich mit 20 Skeletten anlegen hier. Oder ist bestimmt auch noch ein Skelett, ne? Okay. Ja. Auch zu uns kommen? Naja. Glücker. So. Da drüben, da liegt doch auch irgendwas. Das, ja, guck mal. So. Alter! Sowas Beschissenes jedes Mal. Okay, also, die so Platten vorne haben, das sind die mit den Spitzen drauf, ne? Ja, okay. Gut, müssen wir uns die alle mal angucken. Da sind natürlich sehr viele unterwegs immer, aber gucken, ob wir es hinkriegen. So, hier ist eine Tür. Und da hatten wir auch einen Schalter gesehen, und zwar beim Nekromanten unten. Aber wir gehen nochmal hier hoch, weil ich habe, glaube ich, nicht alles durchforscht hier. Auch den hatten wir. Hier auch schon drin. Ja, das war der Anfang, ne? Ah ne, okay, dann sind wir doch schon sehr weit. Okay, dann gehen wir weiter runter. Hier auch längs. Ja, das war jetzt natürlich ausprobieren, ob man den irgendwo findet, den Nekro-Heini. Und den hat man gefunden, das ist natürlich sehr gutes. Okay, machen wir hier mal auf. Ich kann mir vorstellen, dass die Tür da oben war. Das sah auf jeden Fall aus wie eine Tür. Wir gehen mal hoch. Das Schild voraus. Genau, da kommen wir jetzt rein. Okay, hier geht es aber nirgendwo hin. Okay, ich kann hier nirgendwo hin. Also gehen wir erstmal weiter runter, weil irgendwie geht es da nicht weiter. Hm. Schade, schade, schade. Liegt eine Leiche da unten. Aber da geht es auch bös runter in den Tod. Hm? Muss man einen Weg geben. Hm? Und jetzt sind der Leiche da oben hin. Muss man noch einen anderen Weg geben denn, ne? Ah, das ist doch ein kleines Labyrinth hier, du. Also. Mal rein. Hier waren wir ja drin. Hier war nichts. Weiter außer die Fallen da. Was machen wir hier?
Okay, muss ja wieder einen versteckten Weg geben irgendwo. Weil irgendwie in alle anderen Bereiche war ich doch gerade drin. Was kann man denn hier noch was anderes machen? Da kann man hier nur dieser runterfallen. Das. Da ist ein Vorsprung rechts. Da runter. Okay. Ah, okay. Gut. Ach, guck mal, hier kann ich die Seele einsammeln, die ich gerade eben gesehen habe. Eine Großsense. Und hier geht's. Jetzt aber nicht weiter. Also hier geht es garantiert weiter. Es ist auf jeden Fall wieder so ein Weg wie beim letzten Mal. Da sieht man links das Matschige, da kann man schon runterfallen. Da. Da befinden wir uns. Hier? Och, scheiße, wie viele Leute waren das denn auf einmal? Schnell! Was? Ich dachte, ich wäre tot. Oh oh. Was trinken? Nein! Oh nein! Aber da ist noch eine Seele da unten. Gut zu wissen. Oh, scheiße! Mann, das ärgert mich jetzt gerade wieder total, dass wir da gestorben sind. Weil das echt, echt ein langer Weg immer dahin ist. Muss man leider allerdings mal sagen. Nervt auch. Naja, jetzt haben wir es ein bisschen leichter, weil wir diese Pyromanten da weg haben. Aber trotzdem nervt es. Einfach ein langer Weg. Macht keinen Spaß. So, den ganzen Weg nochmal zurücklaufen. Nichts, ne? Man probiert ja alles aus, ne? Also. So geil ist, wenn sie auf dem Boden liegt, man sie aber tötet. Der letzte Todesstoß, haben sie, da hätten sie ja auch die Programmierer mal eine andere Animation machen können, ne? Also nicht, dass er pff, auf einmal wieder gerade steht und dann stirbt, sondern einfach, dass er am Boden liegen bleibt und stirbt. Also das ist ja Quatsch. Das, warum sollte er denn zum Schluss nochmal aufstehen und schnell sterben? Also das ist ja wirklich totaler Backenkram. Naja. Nein, ah, jetzt bin ich wieder runtergelaufen. Wie dumm war das denn? Ach, da wollten wir gar nicht hin. So. Hier wollten wir hin.
Alter, mit deiner Rolle da, wa? Komm. Lass mich los, wieder so komisch sprechen. So. Jetzt nochmal. Gleich. Ein Anlocken, nicht mit so vielen anlegen. Nervt auch nur noch. So, also sollen wir erstmal säubern hier? Wahrscheinlich, ne? Weiter durchgehen. Und da kommen wir ja gar nicht mehr rein. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht säubern. Aber hier unten noch. Okay, also meine Sachen lagen auf jeden Fall hier oben. Wir müssen uns nochmal da runterwagen, was ich wirklich echt blöde finde. So eine Angst, einmal komplett runterzufallen. Echt blöd gelöst. Also das ist wirklich die... Sag mal, ist die Abfrage nicht so geil. Okay, hier geht's weiter. Aber wir müssen unsere Sachen erst holen. Die liegen wahrscheinlich, die liegen da oben. Ich weiß nicht, ob wir da hoch müssen oder nicht, aber... Köpfe weg haben da. Für mich aus, ob wir da auch irgendwie hin müssen. Da kommt schon einer. Mal gucken, ob der wieder auftaucht, nicht so noch so ein Schwadder von Nekromant da oben ist. Oder Pyromant oder wie die alle heißen. Doch, irgendwo einer. Den aber nicht. Gehen wir hier mal rein. Die kommen nicht hinterher. Oh, noch hinterher. Okay, wir müssen diesen... Da hinten sieht es aus wie ein Gegner, da gehen wir mal nicht hin. Auch ein Gegner da hinten, ne? Garantiert. Problem ist bloß. Die Leute sind schon wieder da. Hier durchgehen. Nirgendwo richtig hin. Da liegt eine Leiche. Nein! Hit! Oh! Reicht's langsam. Der Seelenkrieger. Da ist irgendwie gerade auch ein Dings runtergefallen. Ein Ritter.
Oh, was? Wo bin ich denn hier jetzt? So ein Scheiß. Liegen noch einige Köpfe rum? Da unten ist irgendwie so ein... Was ist denn das? Scheiße, ey. Hier komme ich schon nicht weiter, ne? Ein Weg irgendwo? Okay, hier? Ah, ich bin jetzt so weit tief runtergefallen, das ist jetzt ein bisschen ätzend. Ich weiß auch nicht, wo ich bin. Und gar nichts. Das ist nicht blöd. Aber wir müssen wahrscheinlich noch weiter runter. Okay, also da sind die Köpfe. Und ja. Was genau ich hier machen soll? Auf jeden Fall da runter, aber da unten ist da irgend so ein Skelett gerade. Sehe ich leider nicht. Oh, so viel Seelen kann ich für nichts gebrauchen. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Und wenn wir jetzt drauf gehen, kriege ich die doch garantiert nie wieder. Na gut, wir müssen wohl runter. Bild an die Macht. Köpfe. Da hinten ist der Typ, der das riesen Schild da hält, dieses Skelett. Oh. Nicht nur einer, es sind gleich mehrere. Halten wir den mal. Oh, schnell hinterher. Okay, die haben Gott sei Dank nicht so viel aus. Und ein Feuerkopf ist auch weg, das ist schon mal gut. Ich wusste, dass da noch mehr kommen. Ah! Oh, shit! Oh! Frag mich auch nicht, wie ich da hingekommen bin überhaupt. Aber wir müssen da leider wieder zurück. Scheiße, ey. Gut. Also. Wir haben ja diesen einen Ring. Den nutzen wir jetzt mal. Weil ich nicht genau weiß. Kurzring, was lassen wir? Aber den hier müssen wir leider mal legen. Und dafür packen wir wegen der Opferung rein. Da einmal sein. Kommen wir da, glaube ich. Aber wenn das macht, hole ich mir noch ein bisschen mehr Leben hier. Halt hier. So, das ist vielleicht besser. Im einfachen Grund, dass wir dann natürlich 10 haben. Und wir vielleicht. Wir könnten auch mal unsere Sachen reparieren. Gut sein, dass die schon ein bisschen kaputt sind. Da können wir ja nicht, wir haben keine Kohle. Haha. Na gut, müssen wir in der nächsten Runde machen. So, jetzt geht's mal weiter. Und wir versuchen das jetzt da nochmal hinzukommen. Keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. So, jetzt bloß. Wir müssen da hin. Das ist ein langer Weg. Und ich habe wirklich keine Ahnung, wie wir da hingekommen sind. Leider weiß ich es wirklich nicht. Aber wir werden es schon schaffen. Finde ich so dämlich. Oh. Nein. Einmal nicht aufgepasst. Und hat man einen Schwerthieb abbekommen.
Auch. Das ist wirklich Fleißarbeit hier. Nervig. Alter, rechts aber. Die Leute ranlocken. Muss ich hier runterfallen? Zu Recht wahrscheinlich auch. Okay. Für mich gut, für die schlecht. So ist das. Doch lieber vorsichtig an. Okay, so, also meinen ganzen Weg nochmal runter hier. Da unten liegt meine Leiche, also es ist gar nicht so weit weg gewesen. Aber auch total blöde hier gemacht mit dem Runterlaufen. Muss ich mal zugeben. Hätte man auch anders lösen können. Schöner, vor allen Dingen. Wir müssen hier wieder runter. Wo dieser blöde Nekromant sitzt. Oder genau ist. Wäre ja auch mal ganz nett zu wissen, weil dann könnte man den töten. Was passiert denn, wenn man die runter schubst, kommen sie denn auch wieder? Kann man die nicht irgendwie da runtertreten? Laufen wir hier weiter, weil hier kommt das Skelett ja auf jeden Fall nicht hinterher. Na, der Skelett schon, aber nur eins diesmal. Letztes Mal kamen wir alle drei hinterher. So, also da hinten ist der Bösewicht. Den wir nicht getötet haben, nicht töten. Ich weiß nicht, ob der böse ist. Aber wir sind hier längs gelaufen. Hier wollte ich eigentlich hin zu dem. Eine Seele einsammeln. Und dann ging es hier runter, ne? So, also mal gucken, ob hier nochmal ein paar Skelette hochkommen. Kommen in der Tat hoch. Jetzt warten wir mal hier oben. Wir gehen runter. Okay, das funktioniert nicht. Und plumps. Oh, komm weg hier. Oh nein. Warte, das Ding. Aber hier runtergehen. Zack. Das wird gleich ein schwarzer Ritter. Oh nein! War jetzt dumm. Warte, wir kriegen unsere Sachen. Ach, das war ja bescheuert. Was hab ich denn wieder gemacht? Das war jetzt wirklich sehr, sehr bescheuert. Mein Gott. Okay. Meine Sachen zwar wieder.
Aber der Ring ist leider futsch. Joa. Aber ich glaube fast, dass wir hier auch jetzt aufhören. Und weil ich euch das nicht antun will, dass ihr das die ganze Zeit sehen müsst. Wie ich dann gehen. Das heißt, ich spiele erstmal weiter, versuche dahin zu kommen. Und zeige es ab dem Bereich, wo wir gegen diese Skelettdrehdinger da kämpfen. Ab da geht's weiter. Obwohl, wir können ja nochmal ganz kurz hier runter gehen. Haben wir jetzt ja unsere Kohle wiederbekommen. Das, was ich jetzt mache, ist auf jeden Fall, ich werde mir Pfeile besorgen und dann wieder hier zurückkehren. So viel ist sicher. Klar, dass man hier nicht reißen kann, das wäre viel cooler. Aber was soll. So. So, die Kuh lassen wir. Ja, gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.